Hallöchen und mal wieder willkommen in einem neuen Video von Joel Doing Australia. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt wieder in Surfers Paradise, weil ja hier unser letzter Job war und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen. Und heute waren wir wieder hier in Surfers Paradise mit dem Skateboard unterwegs. Und wir haben die ja hier gekauft, also mit den Longboards. Und ihr's ist vorne so aufgesplittet, warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir in dem Laden, wo wir es gekauft haben. Der hat uns eine E-Mail-Adresse gegeben, an den wir uns wenden sollen. Und naja, so wie die Australier sind, ging es dann halt so, ja, ich bring's euch nachher vorbei. Also das ist ein Local, also einer, der hier wohnt, der das produziert. Der ist eigentlich Lehrer in der Schule, aber er bringt uns das später vorbei. Kostenlos, da wo wir schlafen, bringt uns einfach ein neues Deck mit. Also halt nur die Platte oben, nicht die Rollen und so alles neu, sondern nur das Deck. Aber es ist auch nur das Deck, was kaputt ist. Und ja, also in Deutschland wäre das ja voll der Akt gewesen, einschicken, dies, das. In Australien, in der ersten E-Mail, in der er geantwortet hat, hat er gesagt, ja, ihr kriegt ein neues. Ja, jetzt fahren wir zurück. Und das andere Video habe ich gerade für euch hochgeladen, das mit dem ganzen Zeitraffer und so. War leider ein bisschen kurzes Video, aber naja, was soll's. Besser als gar kein Video, habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Und jetzt gleich essen wir erstmal. Wir sind jetzt zurück in den Glasshouse Mountains, weil wir in einer von den Work-and-Travel-Gruppen gelesen haben, dass hier ein paar coole Four-Wheel-Tracks sind. Und wir befinden uns gerade auf einer und gucken jetzt mal, wie weit wir mit unserem Auto kommen. Also bevor wir jetzt hier richtig losstarten können mit dem Four-Wheel-Drive, müssen wir natürlich, also wir haben es jetzt eben schon ein bisschen so geschafft, aber es war noch nicht so krass, wir müssen natürlich den Druck von den Reifen anpassen. Und wir haben dieses Ding hier geschenkt bekommen von einem, den wir mal am Strand getroffen haben, als wir da festgesteckt haben. Und damit kann ich abchecken hier, wie viel PSI auf dem Reifen ist. Und hier habe ich jetzt gerade 35 PSI und ich muss runter so auf 30 gehen erstmal. Dauert immer so lang. So, jetzt bin ich bei 30 und das mache ich bei den anderen jetzt auch noch. Also ich habe jetzt hier mal den Selfie-Stick am Roofrack montiert. Und ich hoffe, dass es funktioniert und ich habe wieder den Schwamm drum. Fahren wir mal los. Gar kein Problem für dich. Wow, das macht Spaß. We'll be right back.
eben mal eine Weggabelung bekommen. Und ich laufe jetzt eben die ganze Zeit hier nach vorne und gucke halt, was so kommt, ob es schaffen oder nicht. Naja, und dann kam das hier. Das ist schon ziemlich übertrieben krass. Also runterfahren würde ich, aber hoch, keine Ahnung. Man muss wohl hier die Leine nehmen irgendwie. Da kann man sich total den Unterboden aufreißen. Also wenn, dann würde ich hier nur runterfahren. Und dann kommen hier oben halt noch so die richtig krassen Rillen. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Von unten auf jeden Fall runter würde ich es echt auf gar keinen Fall fahren. Hoch meine ich. Wenn wir links langfahren würden, würden wir zu dem kommen, wo es eben so krank war. Deshalb werden wir jetzt rechts weiterfahren. Salina dran mit Fahren. Oh oh. Die kriegt das schon ganz gut hin. Das ist die Passage, die wir jetzt fahren werden hier. Wir haben ja hier in unserem Auto, was leider nicht so wahnsinnig gut aufgeräumt ist. Das gehört hier unten hin alles. Also wir haben hier zwei Schaltknüppel und den haben wir jetzt halt eben auf Allrad. Und also HLC, also der darf noch hochschalten. Dann gibt es noch LowLC. Der darf dann nur noch in dem unteren Gang arbeiten. Ja, dann wollen wir mal. Ja, guck, das ist ganz leicht. Schau, jetzt macht Bums kurz. Weiter rechts. Hast du Spaß? Also bis dahin ist Alina jetzt gefahren. Wir laufen hier gerade hoch und sehen schon wieder diese Katastrophe hier. Und wir glauben, dass wir das unserem Auto nicht antun wollen. Also ich meine, runterkommen würden wir. Drüben hochkommen würden wir auch. Aber ich habe Angst, dass wir unser Auto hier aufschrappen. Wir können ja trotzdem mal darunter laufen. Aber fett aussehen tut es auf jeden Fall. Ich würde es auch machen, aber nicht mit dem Auto und vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung. So, jetzt haben wir das Auto nochmal kurz hier hingestellt, so dass es so aussieht, als hätten wir es gefahren. Und für ein paar Bilder halt bei Facebook. Jetzt schauen wir mal, fahren nochmal runter, vielleicht fahren wir noch einen, vielleicht auch nicht. Sie wird sich total freuen, wenn wir noch einen fahren würden. Naja, ich würde mich freuen, wenn wir noch einen fahren würden. Also jetzt sind wir hier wieder zurück in der Zivilisation. Und jetzt müssen wir die Reifen natürlich mal wieder aufpumpen und das machen wir hier jetzt. Was ich euch auch mal zeigen wollte, sind hier diese Dinger. In Deutschland kann man die ja hier so einrasten, aber das gibt in ganz Australien nicht einmal dieses Ding, und zwar ist es in Australien verboten. Wenn eine Tankstelle das hat, wird sie geschlossen, weil es da schon ziemlich krasse Sachen gab. Irgendwie die Leute hier in Australien, die haben ja auch alle keine Fahrschulen gehabt, die gehen einfach mit ihren Eltern fahren und bekommen sie ihren Führerschein. Und deswegen sind da wohl schon ziemlich krasse Sachen passiert, dass es hier verboten ist. Das erste Mal seit einem Monat oder so wieder erst, dass wir vollgetankt haben, weil der Sprit einfach unendlich teuer war. Was heißt teuer? Er hat ungefähr 80 Euro Cent gekostet, aber für hier die Verhältnisse war das ziemlich teuer. Wir haben jetzt schnell gegessen, sind jetzt hier zurück, wo wir auch heute Nacht schlafen. Jetzt schneide ich hier das Video im Auto und danach lade ich es für euch hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!